Hey Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video und heute ist es soweit, beziehungsweise morgen ist es endgültig soweit. Morgen ist das People Sprint Speedrun Invitational, mein erstes eigenes Minecraft-Turnier mit einem Preisgeld, was ich organisiere, eine Speedrun-Competition mit 8 deutschsprachigen Streamern. Ich bin mega hyped, um 16 Uhr geht's los am Sonntag, dem 30.05. auf twitch.tv/veni. Ich hoffe, ihr schaltet alle ein. Die Infos dazu findet ihr in dem Video von vor 2 Tagen, wo ich das Ganze announce, oder auch auf peoplesprint.at, unserer Homepage, wo alles gesammelt steht. Ich hoffe, ihr schaltet dann unbedingt ein. Und zur Feier des Tages dachte ich mir, ich nehme meinen aktuellen RSG PB Seed. Das ist nämlich der, mit dem ich die 20 Minuten 43 Zeit gemacht habe, und rerunne den nochmal. Ich habe den jetzt 3, 4, 5 Mal gerunnt, einfach um zu testen, wie das Seed so funktioniert, wie ich den am besten noch improven und routen kann. Und das, was ich jetzt mache, ist gerade ein Live-Commentary praktisch, wie ich diesen Seed laufe. Das habe ich noch nie gemacht und dementsprechend bin ich sehr gespannt, ob ich es schaffen werde. Lasst auf jeden Fall ein Like da und ich hoffe, wir sehen uns dann im Livestream am Sonntag um 16 Uhr bei People Sprint. So, und hier sind wir auch schon im Run. Das ist hier mein Seed. Den kennt ihr wahrscheinlich noch von meinem PB-Video damals eben. Mittlerweile hätte ich ja zweimal die Chance gehabt, ein besseres zu machen. Habe ich nicht geschafft. Dementsprechend ist es immer noch meine Zeit. Und die ist mittlerweile über einen Monat her. Was echt krass ist eigentlich, wie schnell die Zeit wieder vergeht. Aber ja, ich meine, wir haben auch schon wieder fast die Hälfte von dem Jahr hier rüber. Grüße Corona. Und dementsprechend bin ich mit dem auch schon im Leaderboard ein bisschen abgerutscht. Ich bin nämlich nicht mehr auf der Platz 200, was heißt 280 oder sowas, sondern ich bin jetzt auf Platz 410, glaube ich. Also sehr viel mehr Leute speedrunnen und haben eben Spaß mit den Speedruns und fuchsen sich da rein. Und das ist sehr, sehr cool. Das ist auch der Grund, warum wir People Sprint veranstalten, um das Ganze in der deutschen Szene, vor allem bei Streamern und Streamerinnen, die eventuell noch nicht so viel Erfahrung damit haben, noch ein bisschen zu pushen, das ganze Thema ein bisschen aufmerksamer zu umfassen und dass viele Leute von euch, von den Zuschauern und auch von den Streamern halt Bock auf Speedruns bekommen. Das ist so der Hauptgedanke dahinter und eben aus diesem Anlass dachte ich mir, ich rerunne einfach nochmal meinen aktuellen PB, um das Ganze auch nochmal für euch ein bisschen schmackhaft zu machen. 20 Minuten 43 ist hier meine Zeit gewesen damals und die werde ich heute natürlich toppen, denn A, ich habe mir den Seed angeschaut, wie ich ihn ein bisschen besser laufen könnte, vor allem was den Travel zum Stronghold angeht natürlich. Der war aber nicht schlecht, muss man sagen, in meinem Run. Und dann verwende ich noch ein Datapack. Das verwenden wir bei People Sprint auch, was den Random Faktor ein bisschen entschärfen soll. Was es genau heißt, Flint Drop Rate ist adjustiert worden, Blaze Drop Rate ist adjustiert worden, Piglin Traits sind adjustiert worden und man kann den Drachen zum Purgen forcen, was halt diesen Random Faktor einfach rausnehmen soll aus dem ganzen Spiel. Ihr werdet jetzt gleich auch schon bei den Flint Drop Rates sehen, dass das Ganze hier super funktioniert und bei den Blazes dann später natürlich auch nochmal. Dann nehmen wir hier noch Wasser mit, machen den ganzen Hasen hier zu. Und dann geht's ab nach unten. Ich habe den jetzt, glaube ich, keine Ahnung, 8-9 Mal gespielt oder sowas um den Dreh. Und weiß halt recht ganz gut jetzt mittlerweile, wo ich alles finde, was ich brauche. Manchmal ist hier unten Wasser, manchmal nicht. Ich habe auch schon mal einen Run resetten müssen, weil das Wasser hier nicht da war. Und jetzt habe ich tatsächlich auch das Glück, dass es da ist, weil mein Wasser oben weggepackt sein könnte. Ja, manchmal rettet man sich hier so durch den Run. Gut, wie gesagt, das Datapack, für die Leute, die es interessiert, haben wir uns eben entschieden zu usen, weil es für Chancengleichheit sorgt. Bei Sachen, die random sind, das ist halt wirklich größer als auf den Skill oder nur auf den Skill von den Runnern kommt und dementsprechend ist das hier unser Way to go gewesen. Jetzt gehe ich in den Nether, viel kann ich dazu nicht sagen. Wir haben eine Staples Bastion vor uns und hier ist jetzt gleich ein kleiner Jump'n'Run Part, der sehr, sehr cool ist, aber mir auch schon ein oder anderes Mal den Run hier gekostet hat. Aber ich dachte, ich gestalte das eindrucksvoll für euch. Und in dem Live-Commentary ist es tatsächlich auch ein bisschen schwierig, sich darauf zu konzentrieren. Also don't worry, wenn ich gleich mal kurz mein Maul halte. Staples Bastion, Festung hier drüben. Dieser Seed ist eigentlich echt absolut krank, wenn man so drüber nachdenkt. Und ich hätte eine deutlich bessere Zeit hinlegen können damals, habe das leider nicht geschafft. Nehme mir noch den Pilz jetzt mit für mein Essen in dem Run und versuche keinen Fallschaden zu bekommen, denn Essen ist sehr, sehr knapp in dem Run. Und jetzt kommt hier diese coole Jump'n'Run-Passage. Und das war schon der Großteil davon. Wir spielen ja auch eine sehr, sehr unique Route, würde ich mal behaupten. Staples Triple Chest ist eine Route, die ich zum Beispiel in meinem Bastion-Tutorial nicht vorgestellt habe. Der Grund dafür ist, dass du sie sehr selten spielst und sie halt sehr riskant auch sein kann. Genau diese Route werde ich jetzt eben hier anspielen. Beziehungsweise eine etwas veränderte Form davon. Und ihr werdet auch schon gleich sehen, was ich damit meine. Denn normalerweise würde ich hier unten jetzt ein Piglin-Hole machen und würde hier anfangen, die Piglins hinzubekommen. Das tue ich aber nicht, sondern ich hole mir nur das Gold und gehe dann auf die andere Seite weiter. Denn dort können ebenfalls noch einige Trades stattfinden. Ihr werdet jetzt in einer Sekunde sehen, was ich damit meine. Zwar laufe ich jetzt hier rüber. Ein paar der Piglins von oben werden jetzt runterdroppen und mir folgen. Und ich gehe jetzt hier runter und baue hier jetzt mein Piglin-Hole, mein eigentliches. Und zwar... hier. Es ist eine sehr interessante Route, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin nur wegen diesem Seed auf die Idee gekommen, die so zu spielen. Sonst hätte ich das, glaube ich, nicht gemacht. Ah, den Pickel interessiert es recht wenig, dass ich hier Gold habe. Gut, dann halt nicht, mein Freund. Na? Hallo? Es juckt ihn halt wirklich nicht. Let's hope, er ist uns gleich gut gesonnen, was die Trades angeht. Und wie ihr seht, wir haben hier schon sehr, sehr viele Piglins. Den da hinten bringen wir um, weil der steht ein bisschen im Weg gleich. Das wollen wir natürlich nicht haben, ne? So, das sind unsere Trades.
Let's go, Piglins. I believe in you. Das tun wir auf die 5. Und jetzt müssen wir einfach nur warten. Wir haben schon sehr viele Strings bekommen. Wir haben das Obby schon. Ich brauche nur noch Perlen eigentlich. Really, really good run so far. Ich meine, die Trades sind auch, wie gesagt, fixed. Also, wir kriegen immer hier dieselben Trades, kind of. Ich werde jetzt hier auch schon eine Goldspitzhacke craften und meine Betten ready machen. So. Hätten wir das auch erledigt. Bauen wir das hier kurz ab. Nehmen wir mit. Trinken eine Fire Easy. Und holen uns hier noch die restlichen Perlen. Ich glaube, da müsste einer hier vorne gedroppt haben. Haben wir nur 12 Perlen bekommen, tatsächlich. Alright, okay. Gut. Dann ab nach oben. Eigentlich sollten wir die Perlen fix bekommen. Das ist interessant, dass ich das gerade hier merke. Wie gesagt, die Trades eigentlich fixiert sein sollten. Ich nehme nochmal Gold mit. Der Grund dafür, den werdet ihr gleich sehen. Und dann machen wir uns auch schon auf den Weg. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen eine andere Route laufen, weil ich nicht so viele Perlen zum Werfen habe. Genau genommen habe ich nur eine Perle. Könnte nochmal traden. Naja, schauen wir mal. Wenn wir einen Piglin bei unserer Festung haben, dann versuchen wir das nochmal. Ansonsten lassen wir es ja auch gut sein. Ich glaube, ich habe hier deutlich mehr Strings bekommen, als ich hätte bekommen sollen. Und dafür habe ich halt weniger Perlen bekommen. Weil normalerweise, ich habe den Run jetzt wie gesagt schon ein paar Mal gespielt, kriege ich hier mehr Perlen und weniger Strings, als das, was ich gerade bekommen habe. So, wir werfen hier eine Perle nach oben. Das ist dann die einzige, die wir werfen können, leider. Dementsprechend muss sie auch sitzen. Und das tut sie zum Glück. Und dann geht's hier rein in unsere Festung. Nebenbei ein bisschen Ausschau halten, ob hier noch irgendwo vielleicht ein Piglin rumschwirrt. Manchmal läuft hier irgendwo einer rum. Nein, wir haben hier nur eine Stray Blaze. Die nehmen wir natürlich auch gern mit. Blaze is Blaze, Rod is Rod. So. Das ist das erste Mal, by the way, dass ich einen Live-Commentary mache von einem Speedrun. Also ich hoffe, es gefällt euch. Es ist ein bisschen ungewohnt natürlich für mich auch. So, Rest baue ich hier mit der Spitzhacke ab, weil die Goldspitzhacke brauche ich gleich noch. Ja, und der Grund, warum ich den Blaze-Spawner frei baue, weil das auch immer so viele Leute noch in den Kommentaren fragen, ist einfach mehr Blazes spawnen dann. Und jetzt seht ihr auch schon die Blaze-Drop-Rates. Wir sind schon bei 4 Rods. Wir brauchen nur 5 hier, was ganz praktisch ist. Das heißt, ich habe ja nochmal kurz Zeit, mich aufzustellen. Fire-Resi nehme ich noch. So, und wir haben unsere Rods. 6 Stück an der Zahl. Und jetzt machen wir uns noch ganz kurz goldene Karotten. Damit wir auch ja genug Food haben, denn daran wollen wir den Run natürlich nicht scheitern lassen. Sehr nervig auch mit den Skeletten hier. Ist halt totales RNG, ob die spawnen. Eigentlich hätte ich in der ersten Kiste, aber da waren die Piglins halt leider im Weg, Soulspeed Boots rausnehmen können. Aber man hat nicht immer das Glück. Dementsprechend heute nicht. Aber ja, wir runnen das Ganze hier einfach normal. Wir sind deutlich bessere Zeiten auch, aber es ist trotzdem ein solider Run, muss man fairerweise sagen. Und das ist das, worum es hier geht, einen coolen Run draus zu machen. Ich meine, mein PP hier ist 20 Minuten, dementsprechend sind wir hier gut dabei und gehen jetzt hier auch direkt schon Portal gießen. Und das machen wir genau hier. Ist jetzt nicht hundertprozentig wichtig, wo ich hier stehe. Also ich weiß auch nicht, ob das hier gerade ganz genau richtig ist. Ich will hier einfach nur eben im Chunk vom Stronghold spawnen. Und das tue ich hiermit auch. Zack. Und dann mache ich hier kurz meine Ender-Augen ready. Und wir haben halt leider keine Perle mehr. Aber, actually, ich baue mich hier gerade falsch runter, sehe ich auch. Ich muss nämlich hier hin. Zu diesen Blümchen. Da komme ich dann direkt beim Stronghold raus. So, und hier ist jetzt die Goldspitzhacke nochmal im Einsatz. Der kann ich hier nochmal ohne Probleme durchdicken und spare mir ein bisschen Zeit. Pop. Jetzt natürlich müssen wir hier rüber bridgen, was natürlich das ein bisschen nervig ist, wie gesagt. Können wir halt nichts dafür jetzt, weil wir haben einfach die Perlen nicht bekommen, die wir gebraucht haben. Dennoch halt ein solider Run von der Zeit her, wie man sehen kann. Und was man nicht vergessen darf, die Teilnehmer von People Sprint, die spielen das Ganze ja dann auf einem FSG-Seed. Das heißt, die Seeds sind alle besser als der Seed, den ich hier gerade gespielt habe eigentlich. Und jetzt zeige ich auch noch, wie man den Drachen Force Purchen kann. Das funktioniert so, indem ich hier jetzt auf Höhe 80 gehe und dann Force Purcht er hier sozusagen. So, ab geht's in die Mitte. Ja, keine guten Betten gelandet leider. Müssen wir ihn halt exen. Und there we go. Trotz dem, dass vieles nicht perfekt gelaufen ist gerade, war das doch ein solider Run, würde ich behaupten. Und der kann sich sehen lassen, wie man jetzt hier oben an der Zeit erkennen kann. 12, 18, 91, 12, 16 ist die IGT. Also ich habe meinen PB fast halbiert. Und darüber bin ich sehr, sehr happy. Auch wenn es nicht der beste Run war, den ich hier gespielt habe. Also ich hatte einen Run, wo ich bei 7 Minuten im End war, muss ich sagen. Ihr könnt es gerne auch selbst probieren. Und ich hoffe, wir sehen uns am Sonntag bei People Sprint. Denn dort wird sehr, sehr viel von dieser Speedrun-Action geben. Mit sehr, sehr vielen Streamern, die ihr alle kennt. Und ich glaube, es wird einfach ein richtig geiles Event. Würde mich freuen, wenn ihr einschaltet. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da. Und bis morgen. Bis. Ciao. It's simple.